Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie vom Team Zen Garden Paraguay. Heute geht es nicht um unsere Baustelle, sondern ich stelle euch das Shopping Paseo La Galería in Asunción vor. Und zwar zum einen, weil man dort sieht, was es alles gibt, und zum anderen, weil es aus meiner Sicht das am schönsten dekorierte Shopping Center in und um Asunción ist. So, als erstes seht ihr den Blick, wenn man aus dem Parkhaus rauskommt. Wir haben in minus 3 geparkt, sind ein Stockwerk nach oben und sind dann quasi auf der Ebene des Erdgeschosses. Und das ist der Innenhof, der nach vorne zur Straße geht. Man sieht, wie hoch der eine Turm von der La Galería ist, der andere ist genauso hoch. Ihr seht, wie schön grün es ist. Und leider leuchtet sie jetzt natürlich bei Tag nicht so schön, die Beleuchtung. Ihr seht die Architektur. Und hier unten auf dieser Ebene und auf der darüber sind natürlich ganz viele Restaurants, Cafés, Bistros, Bäckereien, alles Mögliche. Und was man leider kaum sieht, da ist auch ein wunderschöner Springbrunnen. Hier sind wir dann schon eine Ebene höher und ich zeige euch im Prinzip die gleiche Sicht. Auch hier gibt es viel Gastronomie. Ihr seht weiterhin, wie grün es ist. Schaut mal, da unten, das auf der Ebene darunter waren wir vorhin. Da sieht man so ein bisschen den Springbrunnen. Ihr seht, da sind Brücken von rechts nach links, Treppenstufen. Also es ist wirklich ganz, ganz nett angelegt, das Äußere. Und wir gehen da immer sehr, sehr gerne hin. Da gibt es verschiedene gastronomische Betriebe, die sehr interessant sind. Allerdings gibt es auch innen drin welche, das seht ihr dann nachher. Aber seht mal, wie schön grün das alles ist und wie liebevoll es angelegt wurde. Die Dekoration um die Bäume, um die Baumstämme. Und wie immer in Asunción sehr viel Grün. Hier sind wir dann schon innen drin und ich fand die Kombination von Palmen und Weihnachtsleuchten einfach zu nett. Und schaut mal, das ist aus meiner Sicht weder kitschig, es sei denn, jemand sagt, Weihnachten ist insgesamt kitschig, aber ich finde die Dekoration sehr geschmackvoll und einfach sehr, sehr schön. Aus meiner Sicht das am schönsten dekorierte Shoppingcenter. Der Einkaufsbereich hier hat sozusagen drei Hauptebenen, Erdgeschoss, erster und zweiter Stock. Und hier bewegen wir uns langsam auf den riesen Weihnachtsbaum zu, der dort ist, wo nach oben offen ist. Das heißt, der geht wirklich vom Boden bis zum zweiten Obergeschoss und noch ein bisschen hinaus. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. So, wir kommen dem Baum immer näher. Natürlich bedingt auch durch das Temperament und dadurch, dass wir hier Sommer haben, ist das natürlich alles ein bisschen auch sommerlich angehaucht. Sprich, da sind Strohhüte. Bei den anderen Weihnachtsdekorationen sind so Wedeln, so Palmwedeln, wo man sich Luft zufächern kann. Aber insgesamt finde ich sehr gelungen. Eine Krippe, ein sehr, sehr hoher Weihnachtsbaum. Wie gesagt, diese Kreise sind Sombreros und oben ein schöner Weihnachtsstern. Ich habe keine Ahnung, wie hoch dieser Baum ist, aber er ist wirklich wunderschön. Und immer wieder die Palmen dekoriert mit Lichterketten und rundherum die ganzen Ränder der Galerien sind ja beschmückt einfach. Also aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr nett. Ihr seht hier und da übrigens auch ganz viele Marken, die ihr vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Einige sind typisch Südamerika, andere gibt es weltweit, wie zum Beispiel auch Zara oder Mango und noch viele andere. Und der Punkt ist, was ich euch nämlich unter anderem zeigen möchte, neben der schönen Dekoration zu Weihnachten, die dann hier mit einem Stoffelch und einem beleuchteten Elch noch ergänzt wird hier, ist, dass es hier in Asunción und in Paraguay wirklich alles gibt, was ihr auch in Europa kennt. Denn ich lese immer wieder Kommentare oder kriege Fragen gestellt, ja, gibt es das, kann man das und das kaufen? Ihr könnt hier im Prinzip, wenn man weiß, wo, alles kaufen, was es auch in Deutschland gibt. Man muss mehr als in Europa auf die Qualität achten, weil natürlich hier auch vieles sehr günstig und anders produziert wird. Aber hier zum Beispiel seht ihr dieses Café, das ist im dritten Stock vor dem Weihnachtsladen. Da findet ihr alles rund um Weihnachten, Weihnachtsdekoration und so weiter. Und dieses Café ist zum Beispiel sehr schön,
wobei wir meistens zum Juan Valdez unten hingehen, weil ich dort einfach gerne den Chai trinke. Aber wie ihr seht, also auch hier kann man alle möglichen Weihnachtsdekorationen kaufen. Es gibt alles. Hier seht ihr nochmal ein paar Marken, Swarovski auch. Also wirklich alles, was ihr von Europa kennt, vielleicht nicht unter dem gleichen Label, aber es gibt hier alles zu kaufen. Hier war der Hinweis zu einer magischen Weihnachtsshow. Wer also schon in Paraguay ist und kleine Kinder hat, kann da hingehen, das ist im dritten Stock oben, sich auf einen der zwei runden Punkte stellen, beziehungsweise die Kinder, und dann kommt der Weihnachtsmann und sagt Hallo. Es ist total nett gemacht, live natürlich viel besser als hier im Video, weil dann mehr die Musik rauskommt, aber wirklich eine nette Animation. Er winkt ein paar Mal, er gibt einen Daumen hoch, bis er dann wieder geht. Ganz nett gemacht. Das Ganze dauert vielleicht eine Minute oder so. Jetzt winkt er nochmal und dann geht er wieder von dannen. Die Schneeflöckchen, die man so in Südamerika, zumindest hier in Asunción, nicht so viel sieht. Und hier von oben nochmal der riesen Weihnachtsbaum, unten mit Geschenken, mit einer Krippe, mit kleinen Tannen noch. Also wie gesagt, aus meiner Sicht sehr schön dekoriert. Und hier seht ihr für die Damen Zara, Samsung, also wirklich Marken, wie ihr sie auch aus Europa kennt, gibt es hier ganz genauso. Da hinten der Paseo de Comidas. Paseo de Comidas gibt es nahezu in jedem Einkaufszentrum. Das ist der Ort, an dem sich ganz viel Gastronomie befindet, vor allem aber die Ketten. Das heißt also, McDonald's ist da öfter oder Burger King. Dann die paraguayische bzw. südamerikanische Variante davon, das Mossada. Dann gibt es Kentucky Fried Chicken. Manchmal gibt es sehr gute Asiaten. Dann gibt es Shangri-La dazu. Also in so einem Paseo de Comida wird man definitiv satt. Und hier, das ist aus dem zweiten Stock vom Einkaufsbereich. Da seht ihr raus, da sehen wir noch einmal Großparkbereich und der Turm, der Turm Nummer 1. Und ihr könnt aber auch sehen, so im Hintergrund, wenn es jetzt gleich wieder runtergeht, wie grün Asunción ist. Asunción wird also nicht umsonst die grünste Hauptstadt auf der Welt genannt. Schaut es euch an, natürlich gibt es auch hier Hochhäuser, aber schaut euch an, auch in der Ferne, wie grün das ist. Und wir sind hier mitten in Asunción, nicht irgendwo in einem Randgebiet. So, und gleich schließen wir das Ganze ab. Ich fahre jetzt mit zwei Rolltreppen wieder runter ins Erdgeschoss, denn vor lauter Reden und Filmen und allem habe ich doch jetzt etwas Durst bekommen und werde mir beim Juan Valdez meinen leckeren Chai Frio gönnen. Das ist also aufgeschüttelter, mit Eis aufgeschäkter Chai-Tee und dazu noch eine Haube Sahne, und das ist doch ziemlich lecker. Hier nochmal so ein bisschen Blick, auch dass ihr die Marken seht und eben nochmal die Palmen mit Licht. Die ganze Dekoration wirklich insgesamt sehr, sehr gelungen. Ja, dann wünschen wir euch vom Zen Garden Paraguay Team eine wunderschöne Adventszeit. Lasst es euch gut gehen, bleibt alle gesund und bald sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!